So, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Video. Viele haben sich vielleicht geärgert, dass sie erst sehr, sehr spät auf den Server gekommen sind, in der letzten Season Mod Wars. Es waren ja nur 3 Folgen hochgeladen. Allerdings kann ich euch jetzt alle trösten. Season 2 ist jetzt schon am Start. Wieso? Gibt's ein paar Gründe. Es wurde unter anderem gecheatet auf dem alten Server, deswegen werden wir jetzt den Server neu starten. Jetzt werdet ihr es auch ein bisschen professioneller ankündigen und so. Und zwar, ihr seht es schon hier im Hintergrund, und zwar sind das die Regeln. Es sind die gleichen Mods drauf, noch ein paar mehr, zum Beispiel ein Death Helper. Alle Mods sind unten in der Beschreibung und die müsst ihr euch alle downloaden, bevor ihr auf den Server kommen könnt. Also bitte, bitte, ladet euch erst alle Mods runter und die sind alle in der Beschreibung, zumindest die IDs. Also die IDs sind immer da. Das sind diese Zahlen. Und ja. Aber dazu komme ich nochmal gleich. Wir kommen jetzt hier erstmal zu den Regeln. Und zwar beträgt die maximale Tribe-Größe 3, also 3 Spieler pro Tribe. Besser sind allerdings 2 Spieler, einfach damit wir dann mehr Teams haben, die PvP-Raids unter anderem unternehmen können. Aber falls ihr unbedingt zu dritt sein wollt, auch okay. So, höchstens blaue Rocket Launcher sind erlaubt. Also lilane, gelbe, rote Rocket Launcher sind alle 3 verboten. Wer die benutzt, ist einfach Instant Bun, weil die machen einfach eine Metall-Base One-Shot und das wollen wir nicht. So, dann keine Baumhäuser diesmal, damit es wieder nicht einfach nur auf Flugis geht, auf Adler geht und so weiter. Und auch keine Basen auf sogenannten Pfeilern, also einfach sowas wie Berge oder so. Oder so. So Klippen, die einfach nur einmal nach oben gehen. Das sind sozusagen einfach Pillar. Natürliche Pfeiler, die einfach nach oben gehen. Da oben ist eine kleine Plattform, vielleicht sogar mit Metall. Und auf sowas darf man auch nicht bauen. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. So, Gigas kann man tamen, Titanus nicht. Das ist ausgeschaltet. XP ist mal 8. Taming ist mal 18. Harvesting ist mal 10. Und Breeding ist mal 20. Und ja, Grabben hatten wir in der letzten Staffel gesehen, war ein Hauptbestandteil des PvPs, ist leider ein bisschen langweilig. Und deswegen darf man nur mit Terranodons grabben, weil man die immer noch bowlern kann. Die kann man immer noch easy killen, wenn man gegrabbt wurde. Und ja, deswegen ist Grabben nur mit Petris erlaubt. Die Map ist The Island, wie letztes Mal, einfach weil ich finde, dass es die beste Map ist. Und ja, unten rechts seht ihr nochmal Mods alle in der Beschreibung. Also die müsst ihr euch alle vorher downloaden, da komme ich jetzt halt auch nochmal zu. Und zwar geht ihr einfach bei Steam auf eure Bibliothek. In der Bibliothek klickt ihr auf Arc und dann öffnet sich ja da rechts dieses Fenster, nenne ich es mal, von Arc. Oh, ich sehe schon, ich bin gerade ein bisschen zu laut gewesen, tut mir leid. Auf jeden Fall könnt ihr dann bei diesem Fenster einfach runterscrollen und dann kommt ihr auf Workshop durchstöbern. Da klickt ihr drauf und dann ist oben rechts so ein Suchfenster. Da gebt ihr dann einfach die Zahl ein, die in der Beschreibung steht oder den Namen der Mod und abonniert den Ersteller der Mod. Dann wird es automatisch gedownloadet und fertig. Das macht ihr einfach mit allen Mods. So, wie ihr dann auf den Server kommt, wenn ihr das habt, ganz einfach. Ihr kopiert diesen Link, der unten rechts auch hier steht. Einfach aus der Beschreibung oder gebt den oder tippt den jetzt ab, mir egal, und drückt einfach Enter. Es öffnet sich ein kleines blaues Kästchen und ja, in diesem Kästchen klickt ihr dann auf Ja und dann öffnet sich automatisch Arc, ihr joint automatisch auf den Server. Und ja, das war's auch schon. Falls ihr noch Fragen oder Probleme habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, ich werde es mit euch besprechen. Und ja. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich mega auf Season 2, auch wenn Season 1 eigentlich gar nicht richtig zu Ende war. Aber naja, Leute, was soll man tun? Ich würde sagen, das war's jetzt auch für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden, auch vielleicht, wenn sie mit auf dem Server zocken wollen. Und ja, wie gesagt, natürlich alles umsonst. Ihr könnt natürlich umsonst auf dem Server joinen, gar kein Problem. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Server. Bis dann, ciao.